Moin Moin, da sind wir wieder. Tüdelü und Türö. Und so. Was war dein Plan? Was wolltest du erledigen? Weil wir müssen wahrscheinlich jetzt erst ein paar Ressourcen schnappen für den Ausbau hier. Schafe und Kühe? Warum Ich habe steht hier nicht? keine Ahnung. Der Server, den habe ich gerade nochmal neu gestartet. Der Server wollte mich zum Verrecken nicht reinlassen. Die Hühner mutieren. Weg hier! Cool. Ah, Kürbisse. Nom, nom, nom. Ich nehme erstmal Zeug mit. Warum zur Hölle? Wer hat denn das Feld hier veranstaltet? Ist doch Ich nicht. weiß nicht. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. So, da braucht man nämlich Platz, damit das Zeug wächst. Siehst du, da kommt schon direkt der nächste. Lol. Ich wachse immer auf die leeren Flächen da, weißt Ja. Die schießen aus dem Boden wie Kürbis. du? Yay! Ich nehme mal hier so ein bisschen Zeug mit. Ich habe mir jedenfalls gleich eine schöne japanische, gemütliche Ecke gebaut. Gerade so entschieden. Ich will, dass wir. Tetris spielen? Nein. Nein. Falsches Game. Hier ist ein Schaf. Plündern! Ich könnte auch eine Statue von mir bauen. Ich gehe Wasser rutschen. In der Zeit können wir uns überlegen, was wir machen. Also ich wäre dafür, dass wir uns irgendwie ein größeres Domizil hier aus Holz bauen und so. Schießt du auf mich? Ja. Ja. Vor allem schießt du auf mich. Hey, du warst doch so obligatorisch am Stehen. Ja, dann lass mal unser Domizil ausbauen. In der Zwischenzeit. Ganz ehrlich, das Ding müssen wir zur Wasserrutsche ausbauen, wenn du das schon so am Usen bist. Das ist voll cool. Das ist besser als in unserer Nachbarstadt hier. Nachbarstadt. Und es wird duster. Jupp, es wird dunkel. Das Tea falsche Ding. Time. Ich habe da erstmal einen Baum gesehen, den ich die ganze Zeit am Suchen war. Nio. Ja. Oh, Verzeihung. So, dann nehme ich den nämlich direkt mal mit, weil helles Holz brauche ich sowieso noch tonnenweise. Was brauchst du tonnenweise? Hellig. Helles Holz, weil. Ja, Ach so. weil wegen hell. Ich habe halt gerne helles Holz in meiner Bude liegen. Also ich wäre dafür, dass wir hier uns so eine größere Fläche suchen, in der Nähe von unserem Start Dingsi. Ja. Eine Und Stadt bauen. ich hätte jetzt gesagt, ein Haus erstmal. Ja. Ich übertreibe immer, das weißt du doch. So um unsere Wasserrutsche herum oder so. Ja, können wir loslegen. Da kannst du ja schon mal loslegen. Ich wollte erstmal mein Startgebiet kurz noch einrichten, sodass ich da schon mal ein bisschen Grundsubstanz habe. Dann können wir direkt loslegen. Ich denke, das ist nicht das allzu große Problem. Ich klopp erstmal Sand ab. Ah, erzähl mir jetzt nicht, mein Akku ist leer von der Maus. Das wäre jetzt hart scheiße. Ah, es geht wieder. Das habe ich mindestens einmal am Tag. Scheiß Teil. Ich sollte. Merkt euch, Leute, kauft euch keine fucking Funkmäuse. Die sind im Spiel immer der Tod. Immer. Ich hab sie. Immer. Ich hab aber so ein Ding. Ja, ich auch, dummerweise. Weil ich zu faul bin, mir eine neue zu holen. Das Problem ist, diese Faulheit ist schon Ja, ich kann übel. einfach keine Kabelmaus holen, weil Weg ist zu weit und so. Wie Weg ist so weit? Wie soll ich das denn tun? Also vom PC zum Zum Geschäft. ne, zum Spielplatz hier, wo ich sitze. Boing. Und da sind direkt zwei Zombies in der Hütte. In die Hütte? Warum in die Komm du. Hütte? Nein, hier wo ich stehe. Paff dich, paff, 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 Ich hu, sehe ja ja. schon gleich kommen, während ich hier am Abbauen bin, jagt mich gleich irgendwas dezent in die Luft. Ach ja. Ich habe ja übrigens versprochen, auch ein bisschen mehr Fackeln zu setzen, weil die Leute in den Videos nicht immer alles sehen wie ich. Man muss dazu sagen, ich habe auch die Lichtreflexion ein bisschen höher gestellt, deswegen stelle ich jetzt auch mal überall Fackeln immer hin, wenn ich im Dunkeln rumrenne. Ich brauche was zu essen. Also gleich vorweg, Entschuldigung, wenn ich das ab und dann mal vergesse, weil ich spiele oft im Düsteren. Also da habe ich nicht das Problem mit, aber wenn man aufnimmt, da habt ihr schon recht, da sollte man schon ein bisschen beleuchten, damit auch mal was auch was sieht. Hier ist ein Skelett. War es weg? Nein. Bei dir rennt alles rum, bei mir rennt nix rum. Und ich meine wirklich nichts. Kann ich den Kürbis so essen? Nee, leider nicht. Den musst du mit einem Ei und mit einem Zucker vermengen. Ah. Ist da überhaupt nichts mehr zu fressen oder was? Ich habe einen Sattel. Wow. Nicht wegschmeißen, den können wir noch gut gebrauchen. Ja, Wenn wir das. mal Pferde finden sollten. Ah, ich brauche was essen. Soll ich Ja, verrottetes der. Fleisch essen? Nein, warte, der Lieferservice kommt ja schon. Du hast aber übrigens einen netten Nachbarn bei uns. Wie der mich anguckt. Oh, Das Skelett meinst du? Ja, verdammt, und der ist auf. Ey, du Schmock, Scheiße! Soll die Kacke hier? Oh. Oh, oh.
Tür zu, ich bin nicht da. Die Fischer sind verdammt schlau geworden, das ist echt unglaublich. So schlau waren die früher nicht? Da mach ich mir eigentlich Sorgen, ich hab doch Rüstung an. Bla, bla, bla. Weg. Blödes Vieh. Hey, wo bist du denn jetzt? Da. Hallo? Ja. Is und werde satt. Wie machen wir nochmal das Hühnchen? Hm? Wie stellen wir nochmal das Hühnchen her? Welches Hühnchen? Ach so, dafür brauchst du Saatgut. Wenn du die Felder da hinten voll hast. Oder was meinst du? Also, dass man aus dem Huhn mehr macht. Ja, ja. Oder du nimmst dir die Eier und schmeißt die mit da rein. Aber Eier brauchst du ja auch für den Kürbiskuchen. Apropos Eier, da sind schon wieder welche. Ich versuche mal welche zu akquirieren. Ich will hier nicht den Sand abbauen. Das sollst du ja auch nicht. Warum? Ja, aber ich will Sand machen, damit ich in meine Wasserrutsche bauen kann. Ja, dann hol dir hinten Sand, aber reiß doch nicht hier vorne alles ab. Hab ich extra so schön gemütlich gemacht. Aber hier ist dunkel. Aber nimm Fackeln mit, du Schmock. Ich schmeiß dich gleich mit Eiern an. Fackeln. Oh Gott, fängt er da rum zu fliegen. Ja, es ist so dunkel. War ich das? Nein, das warst du. Zombie. Ja, hab schon gesehen. Boah. Und hier sehen wir wieder Booster Opener, in Klammern Roxy, wieder bei der Arbeit. Ich hab ihn getötet. Kam es eigentlich, dass wir den Account von dir mal damals Booster Opener genannt hatten? Weil das in der Zeit war, wo ich den Kanal hatte. Ach, wo ich mir Minecraft besorgt habe. Das waren noch Zeiten. Ist hier wieder ein Kladderadatsch unter. Vor allem weißt du eigentlich, dass die meisten Videos fast 1000 Views haben? Lol. Ja. Das ist auch deine. Warum macht man, machen wir da eigentlich nicht weiter? Also so als zweites Projekt. Weil wegen teuer. Weil wegen erst. Bam! Boom. Ich wollte gerade sagen, Hilfe, was ist los? Und dann sehe ich nur vom Weiten die Staubwolke. Ja. Scheiß wie. Was siehst du? Ja, weil so ein Pack ist halt mit 5 Euro ziemlich teuer, es sei denn, man holt die günstigen Ja, ist trotzdem auf Dauer Dinger, nicht, ne? Aber, ist auf Dauer nicht machbar gewesen. Au! Diese Drecks. Das Viech wollte ich eigentlich plätten wegen TNT halt. TNT-haltige Sprengsubstanzen. Schwarzpulver? Genau. TNT-haltige Sprengsubstanzen auch schön formuliert. Jetzt hol ich nochmal. Ich kram hier meinen Sand zusammen. Und ich hol mir etwas Schwarzholz. Aus dem Hause Schwarzkopf. Yay! Werbung! Wer hat das gesagt? Wir werden übrigens nicht bezahlt, das wäre ja noch schöner. Los, jetzt möchte ich meine Wäsche. Ne, so weit sind wir wirklich noch nicht, auch wenn wir auf einem sehr guten Weg sind, muss ich sagen. Ich finde das schon klasse, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ja. Ja, das hättest du mir... Du scheiß Kackvieh, mach einen Dampfer, Mann. War hier nicht mal ein hoher Holzfällen? Was soll denn das? Ja genau, Holzfällen mit einem Stück Erde. Ich bin wieder so ein Held, ey. Ich habe keine Schippe mehr, deswegen muss ich... Übelste Handverkloppung starten. Ja. Da ist er mal wieder vorbereitet wie eh und je. Wir brauchen langsam echt Diamanten oder so ein Scheiß. Damit wir endlich anfangen können, mal Sachen zu verzaubern, weil wir dann Bücher bauen können. Das musst du denn machen. Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das bringe ich dir bei, das ist nicht das Wilde. So schwer ist das auch nicht. Sachen im Buch reinlegen, Level haben und verzaubern. Das war's. Okay. Hallo, das Spiel ist für, ich weiß, freigegeben ab 8 oder 12, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr niedrig freigegeben. Das soll... War das nicht mal so, dass das Unterrichtsmaterial war? Ja, nein, was du gehört hattest, das war mit der, war das UNESCO? Die sind hingegangen und haben Minecraft dafür benutzt, um für dritte Weltländer Baupläne quasi in Minecraft nachzubauen. Irgendwie sowas hatte ich da mal gelesen. Okay. Zum Beispiel in Kenia so ein Wüstengebiet oder also nennt was eher Steppe nachgebaut und dann konnten die Leute da so Vorschläge machen und dann wurde das so irgendwie umgesetzt, irgendwie sowas. Was hast du hier den, Entschuldigung, den Bambus angebaut? Kann sein. Ne, den da hinten, nimm den mit. Nur wenn er bei uns an der Bude steht, den habe ich angebaut. Ja. Wo ist denn jetzt die Kuh? Ich wollte das Leder haben. Ich weiß noch, wo ich das Let's Fail hatte, da ich ja auch eine Bambusplantage gemacht und das war so ewig viel am Ende. Ja. Das war richtig krass, ey. Alles voll bewuchert hier mit Bambus bei mir. Ja, warum nicht? Müsste hier jemand am rummöbeln.
Also die Landschaft, wir haben echt eine coole Gegend erwischt hier, von wegen viel Wald, wegen Eisen und Berge und die Kuh, die will meinen Bambus fressen, das geht sie überhaupt nicht. Nom 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 nom, seit wann frisst die Kühe Bambus? Ich weiß es nicht. Das ist eine vegetarische Kuh. Kühe essen immer vegetarisch, das ist ja klar, in Klammern Gras und so ein Dritt. Ja, deswegen war es. Du bist wieder ein Held, ey. Wie eh und je. Meisterlampe schlägt wieder zu, heute im Doppelpack. So. Ich bin hier quer und alles mögliche an Stuff erstmal verlegen. Ich wollte gerade sagen, what the fuck? Da ist irgendwas hinter mir, was warst du? Das ist gar nicht wahr. Ich bin weißt gar nicht du, hinter dir. Was ich jetzt noch nicht das neue Viech, ihr Imitator? Ja, ist so, das greift dich einfach hinterrücks dann an. Ah! Mein Scherz. Was ich mal besorgen will oder so ist, warum ist die Cobblestone an der Oberfläche? Das ist kein Cobble, das ist normale Erde. Sandstein Stein, oder was? Stein, Erde, sag ich schon. Da meine ich ja. Vor allen Dingen Kohle hier oben. Ja, nimm's doch mit, was soll der Geiz? Ich gehe jetzt langsam zurück. Ich versuche mal so langsam ein bisschen die Bude auszuschmücken. Auszubauen. Mal mit dem nächsten Projekt beginnen kann. Nämlich. Richtig. Edelsteine suchen. Was willst du, scheiß Kackvieh? Guck mal auf den Tacho, es wird Tag. Also ich fange an hier. Scheiß Spinne, ey. Für die Wasserrutsche zu produzieren. Hey, juhu. Jede Menge Spinnen. Ja, man sieht's, überall sind hier Löcher im Wasser. Ich versuche das mal ein bisschen auszugleichen. Ich hasse es, wenn die Natur unnatürlich aussieht. Natur sieht unnatürlich aus. Ja. Diese hier, ja. Ich habe nichts damit zu tun. Nein, nein, nein. Ich habe doch aufgenommen. Was soll denn das? Chip und Chip. Reicht erstmal. Was ich ja richtig cool finde, dass wir hier mit dem Projekt sogar schon einen richtigen Fan haben. Ja, das finde ich klasse. Wie das gesagt, also, man wird ja auch schon gefragt, wie das aussieht mit Mitzocken. Wird definitiv auch in größeren Stile bald anfolgen, weil ich teste, was heißt definitiv, ich teste das halt noch, ob ich den Server vernünftig auf Public setzen kann, weil ich bin nicht so mit den Proprieties so vertraut, da bin ich mich gerade am vertraut machen mit, effektiv, weil ich den Server eigentlich nur privat am Laufen habe. Noch ein Schaf, vielen Dank. Und da hinten ist noch eins. Hier ist auch noch eins in der Nähe meiner Wasserrutsche. Dann wollte ich halt mal gucken, ob man das Ganze hier mal ein bisschen veröffentlichen kann, also auf öffentlich setzen, dass man vielleicht einfach mal einen Stream macht oder so ein Kram mit 3-4 Leuten oder so. Ja, das wäre schon cool. Ich meine, der Server selber hat ja 10 Slots. Slots! Alter, war da gerade ein Creeperfuß oder habe ich gerade übelst Hallus? Ich hoffe das Weitere. Oh ja. Auf so ein Shit habe ich mich ernsthaft keinen Bock. So, ach genau, da wollte ich jetzt loslegen. Ich baue bei uns jetzt mal auf der Bude so ein Dach drauf. Ja. Und das weiße Holz geht mir irgendwie schon die ganze Zeit auf die Nüsse. Ich finde das schick. Ja, ich verbessere es jetzt noch ein bisschen. Scheiße, ich habe zu viel Müll im Inventar. Das ist nicht gut. Dann schmeißen wir mal die Eier da rein. Oh, hau doch mal ab, du Scheißkuh. Hier war Gold drin. Ich habe jetzt. Ich mache mal gerne 4, dann haben wir da ein bisschen mehr Höhe. Ding, ding, ding. Nicht wundern, wenn sich auf einmal eine Wand auflöst. Das bin nur ich. 1, 2, 3, 4, 5. Wir müssen jetzt mal langsam das Provisorium hier, was wir gebastelt haben, auflösen. Ja. Also langsam hier. Dann können wir da eine größere Farm hinklatschen. Hier mal richtig Stuff hinstellen. Ich schaffe noch ganz dreckig von der Seite an. Ich glaub's ja nicht. Neun Kürbis haben wir jetzt schon hier drin. So, helles Holz hatten wir auch schon auf Tasche. Das ist gut. Da kann man die nämlich schon mal ein bisschen verteilen. Du kannst die Decke bei dir schon mal komplett abbauen oben. Das Glas nicht wundern, dass ich es kaputt mache. Da kommt nämlich jetzt eine Decke drüber. Schon okay. Mehr Holz braucht das Land. So, irgendwie gefällt mir das nicht so ganz. Warum habe ich das so bescheuert gebaut? Ich habe keine Ahnung. Ein Klassiker. Item hier, Item da, tralalalalala. 1, 2, 3, 4.
5. Ich glaube, das wäre besser, wenn wir es hier hinstellen. Ich hasse es, wenn das so nah an der Tür steht. Weg, 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 weg. Weg. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. So, Ebene 2 wird eingerichtet. So, das ist schon mal Ebene 2. Da kommen wir wieder raus. Das sieht nämlich beknuppelt aus. Beknuppelt, das ist auch so ein Wort. Jetzt Alter, wie viele Kürbisse jetzt hier wachsen? Das ist ja auch Sinn der Sache, ne? Wir müssen ja ein bisschen unsere Fressreserven aufstocken. Was soll denn der jetzt? Ja. Na, ich weiß, dass ich ein ziemlicher kleiner Fresser bin. Nom, 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 nom. So, das ganze Ding gemacht. Den Übergang, wie wolltest du den haben? So ein Glasübergang oder was hast du dir so überlegt? Ein Glasübergang wäre schon cool. Geil, oder? Da müssen wir noch gucken, dass da noch... Ah, das war wieder zu viel Licht. Und ich, ja, Leute, ich habe die Kommentare natürlich auch mitbekommen. Das Licht ist ein bisschen arschpenetrant, das weiß ich. Ich wollte mal gucken, dass ich das noch geändert kriege. Also wenn ich hier was abbaue, wird noch geändert, also keine Sorge. Das ist wäre scharf, geh weg da! Also ich hoffe, dass ich das noch verändert kriege, sagen wir es mal so. Also das wäre jetzt noch schöner, wenn wir noch bei überschaubaren Kommentaren halt nicht auf die Kommentare eingehen und so, ne? Also das wäre echt schon mies. Bei großen Let's Playern kann ich das verstehen, auch wenn ich schade finde, dass sie teilweise nicht auf Kommentare eingehen. Ich habe jetzt gerade gedacht, hä, wie nicht drauf eingehen? Natürlich gehe ich drauf ein. Ja, ja. So, hä? Was? Deswegen, wir können es halt noch, weil alles überschaubar ist und so, ne? Ja, zum Glück. Ja. Hat auch wieder in der Hinsicht Vorteile. Ja. Um die Tür. So. Jetzt stellen wir das dann dahin. Die Tür muss weg. Ich finde unser Projekt bis jetzt hier super. Stein, wo habe ich das hingelegt? Ja, ja. Der Storm. Vor allen Dingen hätte ich nicht gedacht, dass mir Minecraft nochmal so viel Spaß machen würde. Ja, ja. Das macht mir keinen Spaß, das Spiel. Laber nicht und komm zocken. Das ist ungefähr. Halt die Fresse und mach dich jetzt hier hin. Ja, so in etwa. Soll nicht. Wird nicht gelabert, hier wird gezockt. Irgendwie kommt mir das hier zu düster drin vor. Ich versuche das mal ein bisschen zu ändern. Hier oben geht mir schon auf den Mist. Wo hab ich, boah. Immer wenn ich ein Item brauche, dann habe ich es gerade aus der Leiste unten rausgenommen. Ist das ein Keks? So, ich versuche hier mal ein bisschen die Wand anzupassen. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt wirklich Stein lassen sollen oder wenn wir da draußen nehmen, müssen wir auch hier drinnen nach und nach tauschen. Kriegen wir hin, denke ich. Ja. Also nicht wundern, wenn jetzt auf einmal mal eine Wand drinne fehlt oder so, ne? Ich versuche gerade mal ein bisschen zu dekorieren. So, der Boden muss natürlich jetzt auch getauscht werden. What the fuck? LOL. Warte. Ich glaube, ich habe eine Höhle gefunden. Da waren wir sogar schon... LOL, die Höhle, die wir gefunden hatten, geht genau unter unserem Haus vorbei. Boah. Das ist cool. Ja, ich bin gerade am Buddeln. Ich mache da nachher eine Falltür rein dann. Okay. Ich stapel mich da erstmal wieder hoch. Ich bin ein Hochstapler. Boah, war der schlecht jetzt, ey. So, jetzt erstmal hier ein bisschen Boden tauschen. Sollen ja gar nichts.